Hallöchen, ich bin's wieder und zwar habe ich heute wieder ein wirkliches Frauenthema für euch. Beim letzten Mal gab es ja Zellulite, was ganz klar für uns Mädels ist das Thema. Und heute wird es noch fraulicher mit dem Thema. Es geht um PMS, sprich prämenstruelles Syndrom. Und das ist in erster Linie ein Frauenthema, ganz klar, weil uns das hier nur betrifft. Aber die Männer müssen da auch indirekt mitleiden, unter unseren Launen oder was auch immer. So, zunächst einmal, was ist PMS? Als PMS wird eine Reihe von verschiedenen Symptomen bezeichnet, die entweder einzeln oder in Kombination auftreten können und das kurz vor der Regelblutung. Und die können mitunter so stark sein, diese Beschwerden, dass sie zum einen den Alltag behindern, aber auch wirklich das soziale Zusammenleben. Ich meine, jeder, der schon mal kurz davor war, aus der Haut zu fahren, der kennt das Problem. Und wie gesagt, es kann uns natürlich sehr stark beeinträchtigen. Und dieses Phänomen ist bereits wirklich seit einer Ewigkeit bekannt. Also selbst der berühmte Arzt Hippokrates hat schon erkannt, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Stimmungsschwankungen während der Menstruation oder auch davor. Und ich sag mal, also zu Beginn des 18. Jahrhunderts haben auch Forscher herausgefunden, dass es da wirklich einen Zusammenhang besteht. Welche Ursachen das genau sind, das konnte noch nicht so ganz geklärt werden. Fakt ist allerdings, dass die Beschwerden immer zwischen Eisprung und Eintreten der Regelblutung auftauchen. Und dann wird ein Hormon gebildet, Progesteron, und gleichzeitig flacht die Östrogenausschüttung ab. Und es wird vermehrt Wasser eingespeichert, was auch gleichzeitig zu Schwellungen im Brust, Füße und auch Hände und überhaupt im ganzen Körper führen kann. Die Symptome können allerdings noch zusätzlich verstärkt werden, also lebensstilbedingt oder auch krankheitsbedingt, wie jetzt zum Beispiel durch Pilzinfektionen im Körper, Störungen der Schilddrüse, übermäßiger Genuss von Alkohol, von Zigaretten, Stress, Umweltgifte, Schlafstörungen, Bewegungsmangel. Also dadurch kann das alles verstärkt werden. Und die Beschwerden der PMS, die sind zu gliedern zum einen in körperliche als auch seelische Beschwerden. So, und die seelischen Beschwerden, die sind ganz klar, da können Aggressionsschübe kommen. Also das kenne ich, wo ich dann wirklich merke, boah, das kommt mir jetzt richtig hoch, meine Wut. Und gesteigerter Appetit oder auch sogar Appetitlosigkeit. Euphorie oder Depressionen, Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, Unzufriedenheit mit sich selber. Man fühlt sich einfach unwohl in seinem Körper, was zum einen, wie gesagt, diese psychische Belastung ist, aber auch ganz klar mit den körperlichen Beschwerden hervorgeht. Jeder kennt das, man fühlt sich aufgedunsen, das Wasser ist eingespeichert, man hat Schmerzen überall, alles ist geschwollen. Man hat Krämpfe im unteren Bauch, man ist einfach unzufrieden mit sich selbst, die Haut wird unrein, man neigt zu Pickeln. Man fühlt sich einfach insgesamt nicht wohl, sowohl körperlich als auch dann vom Kopf her. Man hat Verdauungsbeschwerden wie Durchfall oder Verstopfung können eintreten. Man hat wieder Spannungen überall im Körper. Man ist müde, man ist erschöpft. Migräneanfälle, Kopfschmerzen, wirklich so, man ist lichtempfindlich, überhaupt bei Reizen, man ist total empfindlich. Sei es Licht, wie gesagt, Lautstärke, das ist einem einfach alles dann zu viel. Kopf- und Rückenschmerzen, man kennt das vielleicht auch so, ich sag mal hier hinten, unten, so kenne ich das auch. Und ja, man insgesamt läuft halt alles nicht so gut und wenn man sich dem bewusst ist, ist das schon ganz gut und vor allem gibt es auch Möglichkeiten, was man dagegen machen kann. Und im Prinzip ist es auch wieder kein Zaubermittel. Ich spreche jetzt nicht davon, das irgendwie mit Medikamenten zu behandeln. Das sollte wirklich der allerletzte Ausweg sein. Es ist wieder wie immer die gesunde, ausgewogene Ernährung mit voller Vitalstoffe. Es ist Bewegung an der frischen Luft, es ist Ausdauersport, es ist Bewegung. Es ist schöne Entspannungstechniken, auch wunderbar dafür geeignet, gerade so in den letzten Tagen vor der Periode. Sei es autogenes Training, wer dafür offen ist, Yoga, Entspannungsbäder, überhaupt Entspannungsmusik. Wärmflasche, bin ich ein absoluter Fan von. Wärmflasche, dazu einen schönen Entspannungstee
und einfach mal sich auch ein bisschen Ruhe gönnen. Das ist super, man soll powern, man soll alles wirklich gut machen, diszipliniert sein. Aber wenn der Moment dafür da ist, dass man merkt, okay, der Körper braucht jetzt etwas Ruhe, dann gönnt ihm auch die Ruhe. Gönnt euch vielleicht Massagen. Auch das tut gut, weil dadurch wird die Durchblutung angeregt. Ihr vermindert dadurch, also Krämpfe in der Gebärmutter werden gelöst. Und das sind alles so Kleinigkeiten, die euch das wirklich erleichtern können. Einfach mal so ein bisschen bewusst die Zeit auch für sich nehmen. Wie gesagt, für ein schönes Bad oder für einen leckeren Tee. Solche Sachen wirklich mal bewusst die Ruhe genießen. Macht euch eine Kerze an oder sowas. Jetzt fangen ja auch wieder die kalten Tage draußen an, wo es halt an sich einfach gemütlicher ist. Einfach mal ein bisschen zur Ruhe kommen derzeit und dann klappt das auch wieder. Mit dem Sport handhabe ich das so, ich gehe zum Sport ganz normal, weil ich habe für mich herausgefunden, das tut mir einfach gut. Und dadurch löst sich auch vieles, man vergisst auch vieles, gerade so Migräne oder so Kopfschmerzen, sagen wir eher Kopfschmerzen, weil richtige Migräne, das ist was anderes. Aber einfach ein bisschen Bewegung, das tut gut und insofern kriegt man das dann auch wieder rum. Und ich habe das ja schon mal gesagt, ich cheate dort an den Tagen, ganz einfach aus dem Grund, weil man hat da sowieso unheimlich viel Hunger. Oder sagen wir es mal so, meine persönlichen Probleme vor meiner Regelblutung sind ganz klar gesteigerter Appetit, auch ganz wilde Kombinationen. Da darf es mal irgendwie so ein Olivengebäck mit Schokocreme sein. Denkt ihr euch jetzt bestimmt, ne? Aber ist echt so. Dann ganz viel Studentenfutter, weil ich habe da richtig Heißhunger auf Nüsse und Trockenobst, also halt auch Süßes. Dann neige ich absolut dazu, Schränke ausmisten. Auch das ist so ein Symptom. Also wirklich ausmisten, entleeren, entrümpeln. Das ist bei mir auch immer ganz schlimm. Und dann kann ich auch manchmal ganz fies sein. Ich versuche das aber einzudämmen. Aber wie gesagt, das sind manchmal echt so aggressive Schübe, die kommen dann echt hoch. Deswegen lieber beim Sport ein bisschen abreagieren. So, das dankt euch dann auch das Umfeld. Ich weiß nicht, erkennt ihr euch wieder in manchen dieser Sachen, die ich gerade angesprochen habe? Ich weiß, es ist ja auch so ein bisschen indiskretes Thema oder so, aber ich bin dafür auch bekannt, so, ich spreche auch diese Dinge gerne aus oder an, weil sie sind natürlich, sie gehören zu unserem Alltag und sie können auch unseren Alltag behindern. Und ich glaube, jeder ist froh, wenn er vielleicht so 2, 3 Tipps bekommt oder so, was er dagegen machen kann, weil im Prinzip betrifft es uns alle. Und daher, wenn ihr Lust habt, das in die Kommentare zu schreiben unten rein, schreibt dann, was bei euch immer so ansteht. Habt ihr irgendwie so ein Lieblingsessen? Ich habe eine Freundin, die isst dann zum Beispiel Banane mit geschmolzener Schokolade. Oder fällt euch ganz besonders was auf, so an den Tagen, vor den Tagen? Nur wenn ihr wollt, wenn euch das jetzt nicht so indiskret ist, ja? Also, bis zum nächsten Mal. Und ich denke, das nächste Thema wird dann auch wieder ein bisschen mehr die Jungs ansprechen, ja? Alles klar, bis dann, ciao!